Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Arcanum. Wir sind hier noch immer in einer uralten Tempelanlage, die wir zufällig gefunden haben. Das ist der Tempel von Murindal, sind wir schon drauf gekommen. Das ist etwas, wo wir eher später quasi unsere Opfergaben darbringen sollen. Jetzt schauen wir nochmal durch, ob wir noch irgendwas Interessantes finden. Hier ist zum Beispiel noch eine Kiste. Oh, mit einer Falle. Das ist aber nett. Okay. Ein rostiges Schwert lassen wir allerdings da. Echt jetzt 5 Goldstücke und ein blauer Trank. Ja, ja. Oh. Da sind noch ein paar Level 20 Monster. Und was ist das? Scroll of Quenched Life, was auch immer das kann. Speaker of Evil, der klingt aber auch nicht cool, nicht schön. Na gut. Wir haben hier erst vor kurzem abgespeichert. Das ist aber super. Der kommt näher. Hey, hörst du auf meinen armen kleinen Süßen zu hauen? Na hey. Das gefällt mir aber nicht. Könntest du bitte da reinkommen? Ja, verdammt. Gibt's ja wohl nicht. So, na gut. Zumindest irgendwas Sinnvolles gemacht. Könnten wir bitte den Joker überleben lassen? Hallo Virgil, machst du auch irgendwas? Zaubersprüche, irgendwas. Oh, Speak of Evil ist hier fast hin. Gut, so, dann. Nein, das wird so nicht gehen. Wir werden einen Zauber verwenden. Hörst du auf, den armen Joker umzubringen? Virgil? Könntest du mir sagen, was du da oben tust? Wo zum Henker bist du? Oh, da ist ja noch wer. Freunde, wir gehen bitte in diese Richtung. So, du hast ihn deswegen nicht geheilt, weil du da durch die Mauer durchkämpfen wolltest. Das war ein Fehler im Spiel, also ganz offensichtlich. So, das heißt, wir speichern hier mal kurz ab.
nachdem wir diese erste Schlacht durchaus passabel überstanden haben. Scroll of Create Undead. Das klingt ja interessant. Zeig mal her, was hast du da gefunden? Kills the target by stealing their soul. Das klingt ja brutal. Scroll of Quench Life. Warte mal. Ist das... Oh ja, das ist ein Level 15 Spruch, also ein Level 5 Spruch. Und Create Undead ist Level 4. Was da noch liegt, weil da hinten sitzt ja, liegt noch eine Schriftrolle und da ein Dominate Will. Die sind nicht schlecht. Puh. Na gut. Hol ich mir mal das da. Das da. So, Freund, schau mal. Du bist stark, du kannst das alles tragen ohne irgendwelche Probleme. Es hat sich ja doch ausgezahlt, da reinzukommen. Nur noch die zwei dort killen. Dann kriegen wir sogar noch einen Haufen Erfahrungspunkte. Oh. Musst du denn einen Critical Hit machen? Könntest du bitte nicht den armen ich kann auch see the target? Das heißt, ich kann das nicht sehen. Gar kann ich sehen. Die sind ja da. Sollte das tun, nicht ich. So, und ich sollte vor allem nicht weiter angreifen mit meinen Zaubersprüchen, weil ich habe nicht mehr das Mana dafür. Finde ich gut. Finde ich sogar ausgezeichnet. So, Scroll of Quench Life, Summon Undead und Create Undead. Wo ist der Unterschied? Das eine Mal zaubert sie wahrscheinlich her und das andere kann welche herstellen. Ach, was weiß ich. Okay, da geht es aber nicht mehr weiter. Das heißt, wir scheinen den Tempel schön auseinandergenommen zu haben. Und wir können wieder nach Hause gehen. Irre. Viele tote Untote, viele Erfahrungspunkte. Was ist eigentlich das da? Ah, das ist eine Schaufel. Warte mal. Offensichtlich waren wir hier noch nicht. Woher kommen die Typen? Okay. Au. Eine Trap. It's a Trap. Oh Gott. Das war eine ziemliche Trap.
Na hey, der kann schon auf mich schießen. Das gefällt mir aber gar nicht. Wo kam ich denn dann her? Ah, von dort hinten. Das sind einfach nur Tethered Bowmen. Die haben Level 0. Die werden wir ja wohl irgendwie töten können, ohne dass ich da zaubern muss, oder? Geht's euch noch gut? Ja, super. Machen. Vielleicht hätte ich gleich. Wörtschädel, echt jetzt. Nicht schlafen. Nicht schlafen. Hey, Pile of Dust. Helm und eine Axt. Die schauen nicht mal schlecht aus. Das macht minus 1 auf Perception. Nö. So, wo sind die Typen, die mit mir kämpfen? Auf meinen Armen. Hey, der hatte sogar einen Edelstein dabei. Finde ich gut. Noch mehr Geld. Okay. Offensichtlich war ich da wirklich noch nicht. Wo bin ich dann hergekommen? Also von der Seite. Da drüben habe ich schon jemanden gekillt. Da ist der Tempel. Ist ja arg. Da geht's ja noch gut weit. So, vielleicht sollten wir nochmal abspeichern. Nicht, dass uns hier jetzt noch jemand stirbt. Auf den anderen Seiten gab es auch ganz große, fiese Monster. Na dann, auf ihn mit Gebrüll. Ah, super. So. Mal na, nicht das. Machen wir mal eine Feuerwand da hier. Ja, super. Und wieso wird der gerade nicht getroffen? Sagt mir das jemand? Ist das ärgerlich? Auf ihn mit Gebrüll. Dann sind das nur irgendwelche Skelette, die mich praktisch nicht umbringen.
erstmal weg. So, okay. Healing time. Und für das, dass die da alle so schwach sind, haben wir hier ganz schön was abgekriegt. Aber das liegt an den ganzen Fallen, die hier rumrennen. Also rumliegen. Was ich nicht gut finde. Vielleicht wäre ein. So, ein Crumbling Skeleton. Mal schauen, was auch. Aber der greift uns nicht an. Unidentified Armor. Ah. Super. Oh, der hat sogar eine Stimme. Ah, after all this time, was? Wie? Wem? What? Who are you? Are you alive? A spirit? Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht so angenehm, mit den ganzen Skeletten zu quatschen. Die sind wahrscheinlich nicht so interessante Gesprächspartner. Worüber spricht man da schon? Again? What are you? Denn überhaupt? Ich drehe ein bisschen den Ton lauter. Das Problem ist, dann hört man auch das Ding im Hintergrund, da dieses Ding hier. Kann ich das abdrehen? Nein, offensichtlich nicht. what happened to you? What curse do you speak of? Der kann zaubern, aber ich nicht. I don't understand. Travel north to the cave, the dragon. Find the pool. Bring back the blood. Please. I want to live. What pool, what blood? I don't know what you're talking about. Okay. Na gut, aber das war ja wohl eindeutig. Wir sollen Blut bringen, und zwar vom Drachen. Mhm. Und wenn wir das bringen, dann wird er wahrscheinlich wieder lebendig und greift uns dann erst recht an. Ah, schon wieder eine Trap. Das finde ich nicht richtig. Und ich habe meine Waffe verloren. Was ist mit meiner Waffe passiert? Wieso habe ich die verloren? Wegen der Trap? Finde ich nicht richtig. Wow, wir haben jetzt schon ganz schön viel Zeug. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das jetzt gleich machen will. Wir sollten das ganze Zeug einmal identifizieren lassen. Verkaufen. Das heißt, wir sollten nach Tarant mal. Cool. Wobei, diese Quest ist ganz nett. Zu dem Drachen wollte ich sowieso auch. Aber ich glaube, jetzt werden wir das noch nicht machen. Vielleicht schauen wir noch ganz schnell diese Elfenstatue uns an, ob wir die kriegen. Das ist ein Geier, oder? Ist das ein Geier? Schaut zumindest nach Geier aus. Diese Elfenausgrabungen. The Lair of Bellerogrim. Dungeon of the Dragon Pool? Ah, da müssen wir hin. Fürs Drachenblut. Doch nicht zum Bellerogrim. Was sehe ich aus? Okay, gehen wir mal zu den Elven Ruins.
Dort müssten wir irgendwas finden für die eine Frau, die uns in Tarant den Auftrag gegeben hat. Wenn wir was haben. Weil ich glaube, da gibt es nicht allzu viel zum Anschauen hier. So, wo müssen wir da hin? Oh. Dark Elf Noble. Das sind dunkle Elfen. Die schauen aber jetzt nicht so. Das ist der Professor James. Die schauen aber nicht so gut aus. Suspicious. Naja, sprechen wir mal mit denen. Hold there. What are you doing here? Nothing. I was just traveling the countryside. I'm an archaeologist. I was sent here to explore these ruins. Nothing, as a matter of fact, I was just leaving. Nachdem hier ein toter Mann liegt, der Professor ist, würde ich mal sagen, wir sind keine Archäologen. Sind wir ja auch nicht. I don't believe you. I will ask you once more. What are you doing here? Okay, I'm an archaeologist. I was sent here to explore these ruins. I will tell you once more, I was simply exploring countryside. Gute Frage. Muss ich mit denen kämpfen? Ich will eigentlich gar nicht mit denen kämpfen. Obwohl, es geht uns relativ gut derzeit. Ich glaube, das sollte eigentlich machbar sein. Na gut, sagen wir mal, wir sind Archäologen. Explorer. Don't you mean pillage and rape our ancient burial ground? Of course not. I'm a man of science, na klar. I'm here to preserve this site for misuse by the likes of him. Ah, das ist aber gut. Wir könnten sagen, dass wir da sind, um die Gegend zu schützen. Ob das hilft? Wenn sie dann weggehen, vielleicht gehen sie von alleine weg. Hier kicks the dead body. Oh. So this is not your colleague? No, I was in no way associated with the likes of him. He was, but I didn't agree with his views. Nehmen wir das zweite, das klingt glaubhafter. That is lucky for you. Him and all who share his views are our enemies. He squints at you. I suppose you would like for us to let you go? That would be appreciated. No, I want you to die. Naja, gut. Tell me, what are you going to do if we let you go? I would, of course, tell no one of what I saw here. I would tell everyone what happened here as a warning. Gute Frage. Was wollen die hören? Das sind Dunkelelfen, die sind sicher böse. Wir nehmen das zweite. He pauses for a moment before answering. You are lucky that you are... Was? Was hat er jetzt gesagt? Wow. Wieso hat er mich jetzt angegriffen? Ach Gott. Das wollte ich nicht. So ein Mist. Jetzt muss ich erst gegen die kämpfen. So, zunächst einmal werde ich mich einmal verbessern. Dann lasse ich sie den ersten Schlag machen. Und zwar deswegen, weil dann sind meine Verbündeten nicht so grantig. Besonders stark dürften die ja nicht sein. Achso, das sind Level 8, die sind wirklich nicht sonderlich stark. Obwohl, der hält noch durch.
So. Na gut, das wollte ich zwar nicht, aber was soll's. Kann man jetzt auch nichts machen. Kommt ihr mal darüber, damit ich da die restlichen sehen kann. Hallo? Oh, die sind vollkommen... Die sind vollkommen... zermörsert worden durch meinen Zauberspruch. Der ist auch tot. Na gut, da können wir jetzt nichts mehr machen. Nachdem wir die jetzt auch erledigt haben, können wir ja da reingehen. Ah, schon wieder Zombies. Na gut, das werden wir uns das nächste Mal einfach anschauen. Für heute werden wir, glaube ich, Schluss machen. Jo, ich hoffe, das ist nicht zu groß. Allzu viel will ich da jetzt nicht durchsuchen danach. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Und einen schönen Tag wünsche ich euch. Tschüss euch.